Viele Menschen verstehen das Thema Gebet nicht. Sie haben ein Problem, eine Bindung, eine Fessel in ihrem Leben, irgendein Ding, mit dem sie sich rumschlagen und sie beten, dass das aufhören soll und es scheint sich nicht das Geringste zu tun. Ich möchte dir eine Illustration geben, die dir helfen kann, ein klein wenig zu verstehen, wie das mit dem Gebet funktioniert. Schau, stell dir vor, du hast eine solche Fessel, eine Bindung in deinem Leben. Hier wie dieses hässliche alte Seil. Es ist eine Bindung, die dich festhält und die dein Leben schwer macht. Und du willst davon frei werden. Und du betest jetzt. Das kannst du dir so denken, wie wenn du hier mit einem Küchenmesserchen anfängst, an diesem Problem, an diesem Seil zu schneiden. Ein fester Schnitt. Es ist schon angeritzt, es ist schon angeschnitten, aber das Seil ist dadurch noch nicht durchtrennt. Ja, beim nächsten Mal in der gleichen Kerbe wieder, beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Mal wieder. Das ist durchaus etwas, was mit Ausdauer und mit Dranbleiben zu tun hat. Und wieder und wieder und wieder, je nachdem wie du drauf bist, ist dein Messerchen mal stumpfer oder mal schärfer. Aber wichtig ist, dass du immer dranbleibst und dranbleibst und immer wieder dieses Seil anschneidest an der gleichen Stelle, dass du dranbleibst und nicht locker lässt. Das Interessante ist, je mehr du dich durcharbeitest und tatsächlich dem Durchbruch näherst, desto lauter wird der Feind dir einreden, dass es keinen Sinn macht, weiterzumachen. Dass du sowieso keinen Durchbruch haben wirst, dass dein Problem sich nie lösen wird. Und wie oft du schon gebetet hast, es hat sich nicht das Geringste getan. Und irgendwann bist du an einem Punkt, wo vielleicht tatsächlich nur noch dieses Seil an ein paar winzigen Fäden zusammenhängt und der Feind brüllt auf dich ein, dass es keinen Sinn macht, weiterzumachen. Gerade dann möchte ich dich motivieren, dass du sagst, gerade jetzt bleibe ich dran, nehme mein Messer und durchtrenne dieses Seil und ich bin los, ich bin frei. Ich bin frei von dem Problem. Vielleicht ist es ein ganz unscheinbares Gebet. Vielleicht ist es ein ganz unspektakuläres Gebet. Aber es ist das Letzte. Der letzte Faden wird durchtrennt. Das ist wie mit dem sprichwörtlichen letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dein Problem ist auf einmal erledigt. Jedes Gebet war wichtig, jeder einzelne Schnitt war wichtig. Aber irgendwann gibt es einen, der das Seil tatsächlich durchtrennt. Vielleicht hast du schon vor langem aufgegeben, für eine bestimmte Sache zu beten, weil du den Eindruck hast, es wird sich nie was ändern. Ich habe gute Nachricht für dich. Das Seil hat das, wo du schon dran rumgeschnitten hast, es ist da schon durchtrennt. Es ist schon schwach geworden. Nimm genau das gleiche Ding wieder auf, und bete an genau der Stelle weiter. Und wer weiß, vielleicht wirst du schon bald einen völligen Durchbruch erleben. Das wünschen wir dir von Herzen, denn wir wissen, Gott hat mehr für dich.